Moin Leute, was geht ab? Design am Start und herzlich willkommen zu einem kurzen Infovideo. Rockstar Games veranstaltet ein Foto-Event, welches sich auf die Naturkundlerrolle in Red Dead Online bezieht. Bei diesem Event erhalten 6 talentierte Fans von Red Dead Online die Chance, ihr Foto im Spiel als Lagerflagge, Barfoto oder Hintergrund im Fotostudio zu sehen. Und das ist auf jeden Fall etwas, was ich definitiv richtig geil finde. Und ich meine, der ein oder andere kennt diese Foto-Events schon aus GTA Online. Und da kann ich nur empfehlen, Leute, schnappt euch die Kamera und macht mit. Wie das Ganze funktioniert, zeige ich euch jetzt in diesem Video. Als erstes beginnen wir einmal damit, was ihr benötigt, um diese Fotos zu machen. Und wie soll es schon anders sein? Ihr benötigt eine Kamera. Hier könnt ihr die stinknormale Kamera benutzen, die jeden Red Dead Online Spieler kostenlos zur Verfügung gestellt wurde, oder ihr benutzt die verbesserte Kamera, die ihr im Katalog für $540 erwerben könnt. Wo es die Kameras zu finden gibt, sollten eigentlich die meisten Leute wissen, ich zeige es euch hier trotzdem nochmal. Um die Kamera auszuwählen, öffnet ihr euren Waffenrad und wechselt einmal rüber auf Gegenstände. Jetzt habt ihr rechts eine Kategorie mit Ausrüstung und dort findet ihr auch unter anderem eure Kamera oder auch die verbesserte Kamera. Und wie ich eben schon erwähnt habe, die normale Kamera, die hat jeder Spieler in Red Dead Online zur Verfügung. Ich würde euch aber an dieser Stelle die verbesserte Kamera empfehlen, denn damit kann man einfach deutlich bessere Fotos machen. Diese findet ihr im Katalog unter Jagd- und Angelzubehör. Dort klickt ihr einmal drauf und dann switcht ihr einfach eine Seite weiter. Und dort habt ihr schon die verbesserte Kamera gleich zum Kauf verfügbar. Diese kostet euch nur 540 Tacken. Wieso die verbesserte Kamera deutlich besser ist, das zeige ich euch einmal mit dieser Aufnahme. Hier habe ich jetzt die normale Kamera ausgerüstet. Und das Problem an dieser Kamera ist, dass wenn ihr diese nutzt, also durchguckt und ein Foto machen möchtet, ihr euch nicht bewegen könnt. Das bedeutet, wenn sich ein Tier bewegt und ihr wollt euch einfach hinterher bewegen, also hinterherlaufen, könnt ihr das Ganze nicht machen. Somit switchen wir einmal zur verbesserten Kamera. Und hier in dieser Aufnahme kann man sehen, dass ich jetzt mit dieser verbesserten Kamera mich ganz einfach bewegen kann und so gesehen auch meine ganzen Positionen ändern kann und somit einfach viel einfacher und viel besser Fotos machen kann. Des Weiteren habt ihr mit der verbesserten Kamera die Möglichkeit, auch Filter einzusetzen. Die ganzen Filter sind Geschmackssache, aber Leute, mit dieser Kamera werdet ihr ganz einfach bzw. deutlich einfacher bessere Fotos machen können. Also wenn ihr euch vornehmt, an diesem Contest teilzunehmen, kann ich euch auf jeden Fall empfehlen, nutzt die verbesserte Kamera. Jetzt kommen wir einmal zum Newswire-Artikel. Diesen hier habe ich aus dem Englischen ins Deutsche übersetzt mit dem Google-Übersetzer. Aber Leute, ich werde euch unten in der Videobeschreibung einmal einen Link reinsetzen mit dem Original-Newswire-Artikel, welcher momentan noch komplett auf Englisch ist. Um sich dieser Herausforderung anzuschließen, können berechtigte Fotos alle neuen Inhalte aus dem Naturalisten-Update enthalten. Von neuen Kleidungsstücken und Waffen bis hin zu Wildlife-Schnappschüssen und mehr. Sie können auch alle Wildtiere fotografieren, die vor dem Naturkundler-Update existierten. Einsendungen, die außergewöhnliche Kreativität, Originalität, Qualität der Komposition und künstlerische Ausrichtung demonstrieren, werden mit großer Wahrscheinlichkeit ausgewählt. Ausgewählte Fotos werden in Red Dead Online als Campflagge, Barporträt oder Fotostudio-Hintergrund hinzugefügt. Kostenlos für alle Spieler in einem zukünftigen Update, das später in diesem Jahr erscheint. Also kurz zusammengefasst, ihr könnt alles fotografieren, was irgendwie mit der Rolle des Naturkundlers zu tun hat. Das bedeutet, die ganzen neuen Waffen, die hinzugefügt wurden, oder auch die ganzen neuen Kleidungsstücke. Unter anderem habt ihr auch die Möglichkeit, ganz einfach die legendären Tiere zu fotografieren oder sonstiges. Des Weiteren finde ich auch als sehr wichtigen Punkt, dass ihr nicht nur die Tiere fotografieren müsst, die mit dem Naturkundler-Update kamen, sondern ihr könnt auch ganz normale Tiere fotografieren, die schon vor diesem Update in Red Dead Online waren. Hauptsache, ihr verinnerlicht das Thema dieser Naturkundlerrolle und das Ganze bezieht sich irgendwie auf diese Rolle. Dazu wurden natürlich auch die Teilnahmebedingungen veröffentlicht und diese werde ich euch, wie schon vorhin gesagt, unten in der Videobeschreibung verlinken. Die solltet ihr euch auf jeden Fall einmal ansehen. Hier sind so die wichtigsten Punkte, dass insgesamt 6 Leute gewinnen können, wobei Rockstar Games hier das Ganze nicht als Gewinnspiel betitelt. Mehr oder weniger handelt es sich ja hier um Spielcontent, welches dann veröffentlicht wird, also eure Fotos werden gewinnen.
Und als nächsten wichtigen Punkt finde ich, dass man hier auf jeden Fall die normale Kamera oder auch die neue verbesserte Kamera verwenden soll. Unter anderem müsst ihr die Fotos in den Social Club hochladen und dort natürlich ordnungsgemäß kennzeichnen. Aber wie das Ganze funktioniert, zeige ich euch gleich nochmal. Vorher kommen wir nochmal zu einigen Tipps, die uns Rockstar Games hier auf den Weg mitgegeben hat. Die werde ich euch jetzt einmal zeigen. Tipp 1 ist es, dass wir Tarntonicum verwenden sollen. Tarntonicum bekommt ihr bei Harriet und das Ganze kostet euch $22,50 pro Flasche. Und das, meine Lieben, ist auf jeden Fall ein stolzer Preis, jedoch soll das Ganze dafür sorgen, dass ihr euch den Tieren unbemerkt nähern könnt. Somit solltet ihr dann etwas geilere Fotos schießen könnt, weil ihr dann einfach den Tieren näher kommen könnt, ohne dass diese gleich abhauen. Aber Leute, ich bin der festen Überzeugung, dass das Ganze auch sehr gut ohne dieses Tonicum funktioniert. Wie man dieses einnimmt, sollten eigentlich auch die meisten Spieler kennen, aber ich zeige es euch hier trotzdem nochmal. Ihr öffnet das Waffenrad und switcht einmal rüber auf Gegenstände. Dann habt ihr unten rechts in der Ecke die Kategorie Jagd. Dort findet ihr dann einmal das Tarntonicum. Und das lässt sich eigentlich genauso einnehmen wie alle anderen Tonikas auch. Aber wie schon gesagt, ich habe auch bessere Fotos ohne das Zeug hinbekommen. Von daher würde ich eigentlich auf diese $22,50 verzichten, aber ich sag mal, wer dort als Profi rangeht, wird das natürlich verwenden. Kommen wir jetzt einmal zu Tipp 2. Ihr könnt die Tiere, die ihr betäubt habt, mit dem Lasso zurechtziehen. Das bedeutet, wenn diese umkippen und auf dem Boden liegen, könnt ihr euch ganz einfach euren Lasso schnappen und diese dann dorthin ziehen, wo ihr diese haben möchtet. So wie ich das Ganze hier im Hintergrund gemacht habe. Wobei ich der Meinung bin, dass das Ganze etwas gestellt aussieht und wenn man sich so auf die Suche begibt, findet man immer wieder Tiere, die irgendwo am Wasser hocken, da etwas trinken oder andere Tiere, die sich auf die Jagd begeben. Also finde ich, dass man das eigentlich auch nicht unbedingt nutzen sollte, aber Leute, das sind die Tipps, die uns Rockstar Games mit auf den Weg gegeben hat. Und jetzt kommen wir zum nächsten Tipp. Tipp Nummer 3 ist, holt euch einen Freund zu Hilfe. Ich habe mir hier meinen Kumpel Chris alias Matschbiene rangeholt. An dieser Stelle nochmal vielen Dank für deine Hilfe. Wir haben Tipp 3 von Rockstar Games unter die Lupe genommen, denn die sagen, man soll sich einen Kumpel zu Hilfe holen, der euch die Tiere dann wiederbelebt, damit ihr ein perfektes Foto bekommt oder auch als menschlicher Köder funktionieren soll. Also ich hatte mir das Tier hier zurechtgezogen, schön am Wasser rangeholt und wollte eigentlich, dass Chris dieses jetzt weckt und ich mein perfektes Foto bekomme. Aber Leute, ihr werdet sehen, wie das Ganze jetzt in der Praxis aussieht. Sobald das Tier dann wach ist, sprintet es los und haut ab. Also wer da ein schickes Foto hinbekommt, Respekt. Ich finde, das Ganze sieht schon etwas schwieriger aus, beziehungsweise es ist schwierig. Jetzt kommen wir zur nächsten Möglichkeit mit dem menschlichen Köder. Da haben wir uns dann einfach mal nach Lagras begeben. Ja, und hier ist Chris ganz provokativ auf den Alligator zugelaufen und ihr könnt sehen, dieser hat überhaupt kein Interesse an Chris. Das hat mich echt gewundert hier, bis der Chris dann irgendwann einmal auf ihn draufgetreten hat. Ist der Alligator erstmal geflüchtet, kam dann wieder zurück und dann hatte ich die Sekunde, wo Chris praktisch seine Arbeit völlig richtig gemacht hat, hier als menschlicher Köder seinen Job einfach gemeistert hat. Der Alligator hat zugebissen und ich habe mein Foto bekommen. Ich kann mir echt gut vorstellen, dass das Ganze mit einem Puma deutlich besser funktioniert. Vielleicht auch in Kombination mit so einer legendären Tiermission von Harriet. Wie die meisten von euch schon kennen, gibt es dort ja die Missionen, wo wir einen Käfig haben und dann zum Beispiel ein Puma befreien müssen. Jetzt stellt euch vor, dass euer Kumpel dorthin geht, diesen Käfig öffnet und dann ganz einfach einmal als Köder seinen Job macht. Ich denke mal, das Ganze wird richtig gut aussehen. Aber das nur mal so als Tipp am Rande, vielleicht solltet ihr das Ganze mal testen, ein Foto in dieser legendären Tiermission machen. Kommen wir jetzt zu Tipp Nummer 4, die ganzen legendären Tierfälle zu Gast bringen, also zum Trapper. Dort könnt ihr euch einfach mal ein paar schicke Kleidungsstücke herstellen, diese dann kaufen und dasselbe könnten dann eure ganzen Freunde machen oder euer Trupp. Und dann könnt ihr mit diesen Kleidungsstücken ein paar richtig schicke Fotos machen. Das Ganze ist auch völlig legit und würde natürlich für dieses Contest auch zählen. Also heißt es hier an dieser Stelle, wenn ihr an diesem Event teilnehmt, dann solltet ihr auf jeden Fall auch ein paar Fotos von den ganzen Kleidungsstücken aus der Naturkundlerrolle machen. Das Ganze wird auf jeden Fall auch eine gute Möglichkeit sein zu gewinnen. Da solltet ihr euch aber was einfallen lassen, paar schicke Locations nehmen und.
Und jetzt kommen wir zum weiteren Tipp. Tipp Nummer 5 ist, schafft Platz für eure Fotos. Das bedeutet, ihr solltet einige Fotos löschen, damit ihr so mehr Platz habt und neue Fotos schießen könnt. Das Ganze ist eigentlich immer ziemlich zeitaufwendig, denn alle Fotos auf einem Schlag zu löschen, diese Funktion haben wir normalerweise nicht. Ich habe jedoch ein Video dazu gemacht, wie ihr alle Fotos auf einem Schlag löschen könnt. Den Link dazu werde ich euch jetzt oben rechts und unten in der Videobeschreibung verlinken. Dort müsst ihr auch einfach einmal unter die Kommentare schauen. Dort gibt es auch eine Lösung für die ganzen PC-Spieler. Die Xbox-Spieler haben leider keine Möglichkeit, außer alle Fotos separat zu löschen. Das bedeutet, ihr geht einfach einmal auf das Optionsmenü, geht runter auf Social Club, dann auf Fotos und ihr müsst dort alle Fotos einfach einzeln löschen. Extrem zeitaufwendig. Aber wie gesagt, die PlayStation-Spieler und die PC-Spieler haben eine Möglichkeit, alle Fotos auf einem Schlag zu löschen. So, und jetzt kommen wir zum letzten Tipp. Ihr könnt die Rolle des Naturkundlers leveln, damit ihr mehr freischaltet und somit auch viel mehr zur Verfügung habt. Und wie ihr das Ganze am besten macht, dazu habe ich ein Video gemacht. Dies werde ich euch jetzt oben rechts und unten in der Videobeschreibung verlinken. Das solltet ihr auf jeden Fall abchecken, denn so habt ihr einfach die Möglichkeit, eure Rolle schneller zu leveln und somit auch deutlich mehr Sachen zur Verfügung, um geilere Fotos zu machen. Das war's jetzt erstmal mit den Tipps. Kommen wir aber nochmal kurz zum Gewinnspiel an sich. Wie geil ist das denn bitte, wenn wir die Möglichkeit haben, bald unser eigenes Foto im Lager zu sehen? Und nicht nur in unserem eigenen Lager, sondern in den ganzen Lagern der anderen Spielern auch. Ist das nicht geil, wenn du gewinnst und ein anderer Spieler nutzt dein Bild in seinem Lager für seine Flagge? Ich würde das Ganze auf jeden Fall mega finden. Allein deswegen lohnt es sich schon, an diesem Event teilzunehmen. Oder stellt euch mal vor, ihr kommt in eine fremde Bar rein und seht euer eigenes Foto dort an der Wand. Das wäre natürlich auch auf jeden Fall richtig geil. An dieser Stelle finde ich schade, dass man immer nur ein Foto in seine Bar an die Wand hängen kann. Aber Leute, wenn dort euer Foto an der Wand hängt, mega. Stellt euch das einfach nur mal vor. Jetzt kommen wir mal zum Fotostudio. Denn dort gibt es auch die Möglichkeit, dass euer Foto als Hintergrund im Fotostudio verwendet wird. Und das ist auch heftig, Leute. Denn diese ganzen Fotos, die dort gemacht werden, sehen immer alle recht exklusiv aus. Und wenn dort einer euer Hintergrund drin verwendet, einfach nur mega. Also hier würde mich an dieser Stelle auf jeden Fall eure Meinung interessieren. Schreibt mal die Meinung in die Kommentare, wie ihr das Ganze hier findet, so ein Foto-Event. Was ich aber noch erwähnen möchte ist, dass es da draußen auf jeden Fall sehr viele fähige Fotografen gibt. Und ich eins ganz genau weiß, es werden richtig geile Fotos in Red Dead Online entstehen. Jetzt möchte ich euch nochmal zeigen, wie ihr dann die Fotos hochladen könnt und ordnungsgemäß markieren könnt, dass diese am Event auch teilnehmen. Habt ihr ein paar schicke Fotos gemacht, drückt ihr als erstes einmal die Optionstaste und geht runter auf Social Club. Klickt ihr dort einmal drauf, müsst ihr auf der nächsten Seite einmal auf die Kategorie Bilder gehen. Dort habt ihr dann all eure Bilder. Jetzt wählt ihr einfach das Foto aus, was ihr hochladen möchtet. Habt ihr das Foto markiert, was ihr hochladen möchtet, müsst ihr jetzt auf der PlayStation 4 ganz einfach einmal die Dreiecktaste drücken. Welche Taste auf dem PC und der Xbox zu drücken ist, könnt ihr dort unten entnehmen. Sobald ihr die folgende Taste gedrückt habt, müsst ihr das Ganze jetzt nur einmal bestätigen und dann habt ihr schon das Foto hochgeladen. Das Ganze wird euch mit einem kleinen Symbol angezeigt. Auf diesem Foto ist unten eine kleine Wolke, also eine kleine Cloud. Somit heißt das, dass das Foto jetzt auf Social Club hochgeladen wurde und veröffentlicht wurde. Jetzt müsst ihr das Foto nur ordnungsgemäß markieren. Und das Ganze funktioniert hier nur mit dem PC oder einem Handy. Dafür müsst ihr euch einmal in eurem Social Club Account anmelden und einmal auf euer Profil draufgehen. Einen Link zum Social Club werde ich euch natürlich auch unten in die Videobeschreibung reinsetzen. Seid ihr dann auf euer Profil draufgegangen, müsst ihr ganz einfach einmal auf die Kategorie Fotos draufklicken. Dann seht ihr dort alle Fotos, die ihr in den Social Club hochgeladen habt. Jetzt müsst ihr das Ganze nur einmal filtern. Dafür klickt ihr einmal auf das Symbol für die Filtereinstellungen drauf, also diese drei Striche mit den Punkten. Habt ihr dort draufgeklickt, öffnet sich ein Einstellungsmenü und dort könnt ihr jetzt ganz einfach einmal auf Red Dead Redemption 2 draufklicken. Dann seht ihr nur noch die Fotos, die ihr in Red Dead Redemption 2 gemacht habt. Jetzt sucht ihr euch das Foto aus, welches ihr markieren wollt und klickt dann einmal unten auf die Kommentarfunktion drauf. Daraufhin öffnet sich ein weiteres Fenster. Auf dieser Seite müsst ihr jetzt ganz einfach einmal auf den Stift draufklicken und dann öffnet sich eine weitere Zeile.
Und hier in dieser Zeile müsst ihr jetzt ganz einfach einmal Naturalist eintippen und das Ganze einmal speichern. Habt ihr das getan, werdet ihr sehen, dass zu den ganzen drei Standardmarkierungen jetzt noch ein Hashtag Naturalist hinzugekommen ist. Somit bedeutet das, ihr habt jetzt das Foto ordnungsgemäß markiert und das Foto nimmt jetzt automatisch an diesem Event teil. Also wieder ganz einfach, sollte auf jeden Fall jeder hinbekommen. Falls ihr jetzt noch auf Instagram unterwegs seid und dort die Fotos auch posten werdet, könnt ihr natürlich auch ein Hashtag Design dranhängen. Dann werde ich mir die Fotos natürlich auch mal anschauen und gegebenenfalls reposten. Somit würde ich mich natürlich auch freuen, wenn ihr mein Insta abchecken würdet, mir ein Follow dalassen würdet. Den Link dazu gibt's unten in der Videobeschreibung. Jetzt hoffe ich doch, dass ich den ein oder anderen da draußen weiterhelfen konnte. Und wenn es so war, teilt das Ganze doch mal mit euren Freunden, damit auch die Bescheid wissen. Jetzt wünsche ich euch natürlich noch viel Spaß beim Zocken und natürlich beim Fotos machen. Bis zum nächsten Mal, haut rein, Design.